Ja, sicher. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll. Der Fischer. Das Wasser. Hallo, hier beim Geheimrat von Goethe? Nein, leider, der Herr Geheimrat ist nicht da. Er ist noch beim Schulfunk. Ja, hier spricht die Sekretärin, Fräulein Eckermann. Selbstverständlich, Herr Direktor, werde ich ausrichten. Ja, natürlich, der Herr Geheimrat wollte mir ohne dies heute den Faust zu diktieren beginnen. Vielleicht rufen Sie etwas später noch einmal an. Dankeschön. Meine Verehrung, Herr Direktor. Der Fischer, das Wasser rauscht, das Wasser schwoll. Guten Morgen, Fräulein Eckermann. Guten Morgen. Ist Ihr Chef da, der Kommerzialrat Goethe? Geheimrat. Das ist ganz egal. Ist er da oder ist er nicht da? Nein, er ist nicht da. Er ist noch beim Schulfunk. Was wünschen Sie bitte? Ich hatte Plakatinger von der Werbefirma Penetranta AG. Wir brauchen unbedingt den Werbespruch, den er uns versprochen hat. Ja, ich werde es ausrichten. Ich muss erst das Gedicht von heute früh ins Reine schreiben. Der Fischer, das Wasser rauscht. Das Wasser das rauscht. Wasser schwoll. Großartig, das Wasser rauscht. Das wäre was für sanitäre Anlagen. Ein herrlicher Slogan. Aber der Herr Geheimrat soll bitte aufpassen. Er hat doch das Richtige gefunden damals für die Citrus AG. Südfrüchte, Import und Export. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? In dunklem Laub die Goldorangen glühen. Die Firma war unzufrieden. Er hat die Grapefruit vergessen und das ist der Hauptartikel. Mein Gott, dem Herrn Geheimrat ist beim besten Willen kein Reim auf Grapefruit eingefallen. Dann soll er sich bitte etwas zusammennehmen, ja? Er hat ja damals diesen herrlichen Slogan erfunden für Rizinusöl. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. Wir brauchen jetzt dringend etwas. Gestatten Sie, also Sie haben schon doppelt hält besser. Und zwar, wir brauchen einen Reim auf Heidi-Matratzen, ja? Alle feschen blonden Katzen schlummern gern auf, also er kann das alles viel besser, atmungsaktiv, pflegeleicht, wasserabstoßend und mottensicher. Bitte, wenn Sie ihm das ausrichten, Heidi-Matratzen. Frau Eckermann, Sie wissen Bescheid, ich komme wieder auf Wiederzisch frisch. Wiedersehen, Frau Eckermann. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Eckermann macht's möglich. Der Fischer, das... Hier bei Herrn Geheimrat von Goethe. Wer? Ach, das Reisebüro. Nein, danke schön. Sie können die Platzkarten ruhig weitergeben. Der Herr Geheimrat hat sich nämlich noch nicht entschlossen, wann er seine italienische Reise antritt. Dankeschön, wiederhören. Ein Fischer saß daran. Oh, Herr Geheimrat. Wer blickt mich lächelnd an in der Morgen? Ich bin ja so froh, dass der Herr Geheimrat wieder da ist. Ja, ja, ich bin ganz erschöpft. Ich möchte mir den Kaffee trinken. Der König sprach's, der Knabe lief. Bitte schön. Er ist immer warm gestellt. Was so dunkel. Sie wissen, ich kann ihn so schwarz nicht trinken. Muss ich denn sagen, mehr Licht? Das ist mein letztes Wort. Merken Sie sich das. War was während meiner Abwesenheit? Oh, eine ganze Menge. Bitte schön. Danke. Zuerst hat der alte Herr Hofrat Wosatka angerufen, ob Sie heute Abend bei einer heurigen Partie sein Gast sein wollen. Tagesarbeit, abends Gäste. Nein, lehnen Sie ab. Zwar... Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Sonst was? Ja, dann war der Werbechef von der Firma Penetranta AG da. Werbechef? Man kommt zu keiner richtigen Arbeit. Ja, eben. Das Theater in der Josefstadt hat schon urgiert. Richtig, die Josefstadt. Wir müssen sofort den Faust zu diktieren beginnen. Nehmen Sie den Block. Schreiben Sie. Faust. Erster Teil. Na, mit dem zweiten Teil werde ich anfangen. Studierstube Faust allein. Stube. Habe nun, ach, Philosophie. Habe nun auch. Nicht auch, nicht auch. Ach, habe nun, ach, Philosophie. Jargon, Herr Geheimrat? Habe nun, Beistrich. Ach, Rufzeichen. Philosophie, Beistrich. Juristerei und Medizin und leider auch Philosophie. Philosophie haben wir eben gehabt. So? Dann schreiben Sie Geografie. Nein, nein, nein. Schreiben Sie
Theologie. Und leider auch Theologie. Durchaus studiert, was reimt sich auf Medizin? Baldachin, Terpentin, Vitamin. Mit Bemühen. Mit großem Bemühen. Nein, das ist nicht hübsch. Da müsste es hier oben auch heißen Medizin. Das ist aber auch nicht gut. Ja, ich werde das noch ändern. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben Geheimrat von Goethe. Einen Moment bitte, die Josefstadt schon wieder. Ja. Goethe. Oh, Herr Hofrat Heißermann persönlich. Himmelsherr. Ja, ja, ich bin gerade dabei, den ersten Teil des Faust zu diktieren. Ja, natürlich nur den ersten Teil. Wann Sie den Rest kriegen können? Bis Dezember. Das ist völlig verehrte. Das ist völlig ausgeschlossen. Nein, das ist undenkbar. Ja, 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 ja. Ich will ja alles tun mit heißem Bemühen. Schreiben Sie mit heißem Bemühen statt mit großem Bemühen. Oh, pardon, das war nur für die Eckermann, ja. Jawohl, Herr Hofrat, selbstverständlich. Meine Verehrung, Herr Hofrat, meine Ergebenheit. Unmöglich. Bis Dezember will er den Faust haben. Will ihn in einer Silvester-Nachtvorstellung herausbringen. Da müssen wir auch noch eine Walpurgisnachtszene hineinschreiben. Also, wo waren wir stehen geblieben? Du durchaus studiert mit heißem Bemühen. Das gefällt mir gar nicht. Wir werden das noch ändern. Das bleibt ja nicht so. Also, jetzt weiter. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Als wie? Aber Herr Geheimrat. Das kann ich mir schon erlauben. Bitte schön, als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor, heiße Würstel, heiße Bockwurst, frisch vom Pferd, nur bei Ihrem Fleischhauer. Ein Slogan, Herr Geheimrat, bitte. Ich habe keine Zeit für Slogans, ich muss den Faust schreiben. Wissen Sie, was das heißt? Nein, das weiß ich nicht, aber wenn man eine gut gehende Schriftstellerei hat, da muss man auf seine Kunden Rücksicht nehmen. Ihr Kollege ist euch wieder Herr von Schiller. Schiller, natürlich, der hat ja mit dieser ganzen Misere begonnen, mit den Slogans. Wieso, nicht? Wieso? Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Also, do it yourself. Ne? Hat Werbung gemacht für Modistinnen. Siehst du den Hut dort auf der Stange? Hat sich nicht gescheut, ein Drama zu schreiben für die Fachschule der Kellnerlehrlinge. Und zwar? Die Piccolomini. Aber ich. Aber ich will Sie gar nicht lange aufhalten, Herr Geheimrat. Ich will nur einen ganz kurzen Werbetext haben. Und zwar für Heidi-Matratzen. Möglichst gereimt, ja? Heidi. Verzeihung, Herr Geheimrat. Sie haben mir da neulich eine Zeile diktiert, die eigentlich noch da sein müsste. Da ist sie schon. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Ist Ruhe. Das ist das Richtige für Heidi-Matratzen. Also gut. Gut. Nehmen Sie ein neues Blatt, schreiben Sie. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Ist Ruhe? In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Ein Hauch ist aber nichts. Das ist mehr für Mundwasser oder so. Die Vögelein zwitschern im Walde. Ist ein bisschen kindisch. Die Vögelein schweigen im Walde. Schweigen im Walde ist aber von Ganghofer. Warte nur. Bald ruhest du auch. Auf der guten Heidi-Matratze. Sehr gut, das ist es. Warte nur, bald ruhest du auch. Herr Dichterfürst, mein Name ist Leckmann. Leckmann vom ZZZ-Filmverleih. Bitte, ich muss jetzt arbeiten. Für unseren Verleih, nicht wahr? Unser Direktor Morawa sagte mir, er hätte bei Ihnen ein Drehbuch in Auftrag gegeben. Darf ich Sie mal fragen, Heimat, wie weit sind Sie denn damit? Ich bin noch nicht dazu gekommen. Lass Sie mich aus dem Fenster raus, hier wohnen nicht alle Tassen im Schrank. Wir haben doch bereits das Atelier gemietet. Was weiß ich vom Film? Ich muss den Faust schreiben. Aber Goethe, Mann, Sie können doch nicht kontraktbrüchig werden. Sie haben doch immer einen gewissen Namen in der Branche. Sie kommen doch gleich hinter Herbert Reinecker. Glauben Sie mir, ich verstehe was von der Chose. Sie sind ein ganz brauchbarer Autor. Und Direktor Morawa und ich, wir wollten Ihnen doch bloß eine Freude bereiten. Wir wollten eins Ihrer Dinger da auf Celluloid bringen, ja? Da sind Sie platt, was? Können Sie auch platt sein? Mensch, Sie haben doch Renommee. Haben Sie doch, nicht? Jawohl, ich habe als Dichter meine Merit. Was haben Sie, Meriten? Die habe ich auch gehabt. Das kommt von vielen Sitzen. Ein guter Arzt bringt Ihnen das in 3 Tagen weg. Aber Goethe, Mensch, Sie können doch schreiben. Im Stehen oder so. Bitte lassen Sie mich arbeiten. Ich muss das Werk schreiben, das mich unsterblich macht.
Faust. Bei der Faust? Ist das eine Boxer-Story? Da schießt sie mal los. Was ist denn los mit der Faust? Kriegt sie eine an die Fresse? Nicht die Faust. Mein Held heißt Faust und ist Magister. Ach, sehen Sie mal an, das ist eine Idee. Das ist ein Knüller. Ich verstehe, Magister, so ein müdes Hemd, nicht? So eine kurzsichtige Type, die immer Abführmittel mit Hustensaft verwechselt. Eine wunderbare Rolle für Harald Junke. Aber der kann doch nicht den Faust spielen. Hören Sie mal zu, Herr Geheimrat, wer spielt bestimmter Verleih? Na, wem haben Sie sich denn gedacht? Ja, allenfalls Oskar Werner. Was ist denn Oskar, der Familienvater? Sie macht mich rasend. Ach so, Oskar von Dalli Dalli. Der zeichnet für Deutschland. Aber der kann auch sprechen. So spitze. Oh, sähst du holder Mondenschein zum letzten Mal auf meine Pein. Naja, also das ist ein bisschen hoch. Also wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Geheimrat, dann nehmen wir doch beide mit rein in den Film. Als Brüder, eine linke Faust und eine rechte Faust. So wie Schmidt und Strauß. Bitte, bitte, Sie stehlen meine Zeit. Und was denn hier stehen? Und werden Sie doch nicht ulkig. Sie haben doch einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Sie müssen doch liefern, Mann. Zack, zack, zack. In 8 Tagen muss das Kind fertig sein. Es gibt Leute, die in einer Woche ein Drehbuch schreiben. Nehmen wir da Franz Antel zum Sachverständigen. Bitte, Herr Geheimrat, ein Bote von der Josefstadt ist da. Die Dramaturgie lässt um die bereits fertigen Szenen des Faust bitten, zwecks eventueller Verbesserung durch Herrn Hofrat Häusermann persönlich. Sehen Sie, man erwartet Szenen und ich habe ganze 6 Sätze. Die Josefstadt wartet. Aber das sind doch alte Klamotten, die sollen ruhig warten. Hören Sie zu, Herr Geheimrat, wir machen Faustreport. 18-teilig mit Uschi Glas in der Hauptrolle. Da bleibt kein Auge trocken. Jetzt werde ich Ihnen was sagen. Aber hören Sie mal zu, Sie mich nicht ab. Eine Inspiration. Melden Sie dem Häusermann, ich schreibe nicht den Faust. Ich schreibe den Götz von Berlichingen.